Herzlich willkommen bei Mr. Tipp Tiger. Heute zeige ich euch, wie man diese wohl beliebteste aller Origami-Formen, den Origami-Kranich, faltet. Ihr könnt dafür irgendein Stück quadratisches Papier nehmen oder natürlich Origami-Papier. Wenn ihr Origami-Papier verwendet, was auf einer Seite nicht bedruckt ist und auf einer Seite bedruckt, dann fangt am besten an, indem ihr die bedruckte Seite nach oben legt. Als erstes falten wir die Spitze von unten auf die Spitze nach oben. Danach öffnen wir die Faltung wieder und legen jetzt die Spitze von rechts auf die Spitze nach links. Auch diese Faltung wieder öffnen. Danach drehen wir das Blatt auf die Rückseite und falten jetzt die Kanten aufeinander, jeweils die Kante von unten auf die Kante von oben und die Kante von rechts auf die Kante von links. Und auch diese beiden Faltungen öffnen wir wieder, nachdem wir sie gefaltet haben. Jetzt nehmen wir die zwei Spitzen rechts und links und führen sie in der Mitte zusammen. Dadurch heben sich dann vorn und hinten jeweils schon die beiden Dreiecke nach oben. Die drücken wir einfach an und falten die Kanten noch einmal nach. Jetzt drehen wir das Ganze so, dass die geöffnete Seite nach unten zeigt. Nun falten wir diese Kante hier auf die Mitte. Das gleiche machen wir jetzt auch mit der Kante auf der anderen Seite. Auch diese Kante wird jetzt auf die Mitte gefaltet. Danach das überstehende Dreieck oben auf uns zuklappen und danach wieder hochstellen. Jetzt die beiden gefalteten Ecken wieder lösen und die Spitze von unten nach oben ziehen und als ein Dreieck nach oben wegfalten. Das Ganze sieht dann so aus. Die gleichen Schritte wiederholen wir jetzt auf der Rückseite auch nochmal. Wir falten jeweils die Kante von rechts unten auf die Mitte und auch die Kante von links unten auf die Mitte. Und danach dann wieder das Dreieck oben auf uns zukippen und wieder hochklappen. Dann die beiden eben gefalteten Kanten wieder nach außen wegklappen und von unten die Spitze nach oben ziehen und dann die gefalteten Kanten nach oben andrücken, damit es dann genauso aussieht wie auf der anderen Seite. Jetzt falten wir die beiden unteren Kanten nochmals zur Mittellinie hin. Und zwar auch wieder die rechte und genauso die linke Seite. Das Ganze sieht dann so aus. Und den gleichen Schritt wiederholen wir auch nochmal auf der Rückseite. Auch hier die Kanten jeweils nochmal auf die Mitte falten, sowohl die rechte wie auch die linke. Jetzt können wir das Ganze umklappen, auch auf der Rückseite umklappen. Denn das wird jetzt unser Schwanz von dem Kranich. Den klappen wir darum jetzt nach oben, drehen das Ganze wieder auf die Rückseite und auch dieses spitze Dreieck von unten klappen wir jetzt nach oben. Von oben her
klappen wir jetzt eine ganz kleine Spitze wieder nach unten zurück, denn das wird gleich der Kopf von unserem Kranich. Jetzt das Ganze auf die Seite halten, etwas umlegen, den Schwanz nach hinten rausarbeiten. Das gleiche auch mit dem Kopf nach vorne machen, den etwas rausarbeiten. Jetzt müssen wir nur noch die Flügel vorne und hinten runterklappen. Und fertig ist unser Origami-Kranich. Viel Freude beim Nachfalten und bis zum nächsten Mal bei Mr. Tipptiger.